Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda Blättert. Und heute habe ich eine ganz besondere Club Nintendo Ausgabe. Und zwar das Best of. Ja, ich bin ja in einer der letzten Blätterfolgen mal drüber gestolpert, dass dieses Exemplar verlost wurde. Ich bin mir nicht sicher, wie das verteilt wurde. Es hat auf jeden Fall keine offizielle Nummer. Wenn man hier aber in den Begrüßungstext reinschneit und reinschaut, steht dort, dass es 1995 erschienen ist auf jeden Fall. Das sieht man auch so ein bisschen an diesem neuen Design. Ich gehe mal fast davon aus, dass es neuen Club Nintendo-Mitgliedern quasi gegeben wurde. Wie früher ja das Club Nintendo Classic Magazin hieß das, glaube ich. Was man ja immer so als Start bekommen hat. Das nehme ich mal an, wird das im Prinzip abgelöst haben. Aber ich bin mir natürlich nicht sicher. Falls ihr da vielleicht ein paar mehr größere Einsichten habt oder bessere Einsichten als ich, meldet euch einfach, schreibt es in die Kommentare rein. Aber ich würde sagen, wir gehen das Ganze einfach mal durch. Wie gesagt, das ist leider dieser Mitte der 90er Jahre Design. Ich sage es ja immer wieder, ich bin da kein Fan von, aber es ist natürlich so ein Produkt seiner Zeit. Wie man sieht, wir werden hier mit den besten Spielen für das Super Nintendo auf jeden Fall bombardiert. Ja, ich glaube, das war es auch schon fast. Ach, den Link's Awakening, auch Game Boy ist dabei. Ich befürchte aber fast, dass das NES nicht mehr aktuell ist, wobei das da natürlich auch schon längst wieder raus war. Aber schauen wir mal. Ja, dieses Mal leider, der Einband, das hat sich abgelöst. Deswegen werde ich auch den mal wegmachen, weil sonst ja, verzerrt sich das ständig. Und das wollen wir ja nicht unbedingt. Wir schauen einfach mal rein. Game Talk. Das hatten wir doch auch schon mal. Das wird wahrscheinlich eine Zusammenstellung sein von einfach von alten ja, Magazinartikeln, nehme ich mal fast an. Ich glaube nicht, dass hier groß was neu geschrieben wurde. Und da kann ich mich sogar daran erinnern, dass wir das mal hatten, dass wir einfach mal hier wirklich so ein bisschen gezeigt haben, hey, wie wird sowas eigentlich programmiert? In der heutigen Zeit, wir sind ja natürlich hier alle schon längst Spieleprofis, wir wissen, wie so eine Entwicklung ungefähr aussieht. Aber das wusste man ja vorher gar nicht so, ne? Dass einfach ein Spiel erschien, was da alles dahinter steckte, ne? Charakterdesign, wie wird das programmiert, etc., etc. Das war also zumindest für mich damals Neuland auf jeden Fall. Wir starten hier gleich mit einem Oberkracher, Donkey Kong Country. Ich glaube, das war da nicht relativ frisch, aber auf jeden Fall war es da noch nicht uralt, das Spiel. Hat mich damals, wie wahrscheinlich viele von euch, einfach umgehauen. Das wurde auch ziemlich gehypt. Ich weiß noch, dass es da eine Club Nintendo Ausgabe gab, wo es denn eine Videokassette dazu gab, wo man das Spiel in Bewegung sehen konnte. Und das war wirklich damals technisch Wow-Effekt. Das hat man im Prinzip gemacht mit dieser vorgerenderten Grafik und den Stil eingebaut. Und dadurch hat man es geschafft, dass es nicht diese Pixeloptik ist, sondern halt höherwertiger in Anführungsstrichen aussieht. Wobei wir ja alle wissen, dass gute Pixelgrafik durchaus ist, zumindest in meinen Augen, mit Polygongrafik, auch wenn sie gut ist, mithalten kann. Das ist einfach eine Stilsache. Aber damals war es natürlich hier eher so dieses Wettrüsten. Ne? Immer mehr Technik, immer mehr Technik, immer mehr draufhauen und immer mehr Bits etc. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Also ich ging als Kind voll auf diese Bit-Anzahlen ab. So von mir, boah, das Super Nintendo Commissars hat 16 Bit und nicht 8 Bit wie das NES. Und damals wusste ich überhaupt gar nicht, was das bedeutet. Nur ist klar, mehr, desto besser. Und dann kam das Nintendo 64 mit 64 Bit. Das hat sich nicht nur verdoppelt. Nee. Das hat sich gleich vervierfacht. Und das war so, boah. Auch wenn ich damals überhaupt nicht wusste, was Bits ist, aber das war so das Hauptargument. Und ja, ich schweife wieder ab. Auf jeden Fall ist es ein wunderbares Spiel. Habe ich mir auch damals, glaube ich, gleich zum Release gewünscht. Ich glaube nicht, dass ich es gekauft habe und ich habe es wirklich geliebt. Ich habe es gespielt. Der Sound, die Atmosphäre. Also wirklich eine der besten Plattformer für Super Nintendo, hat ja noch zwei Nachfolger bekommen. Ich persönlich hatte die damals nicht, deswegen liegt mein Herz so ein bisschen am ersten Teil, wobei ich glaube neutral betrachte, das ist natürlich alles Geschmackssache, die sind alle gut, wobei der zweite, soweit ich weiß, ist der Konsens als der beste angesehen wird und der dritte nur noch so ein bisschen stagniert hat. Aber ja,
Kirby's Dream Land 2, für den Game Boy auch ein wunderbares Spiel. Der Vorgänger war ja schon super, denn der hat ja Kirby eingeführt. Das hat ja so ein bisschen eine verwirrende Reihenfolge. Der erste Teil war ja auf dem Game Boy, dann auf dem NES und dann Dream Land 2 auf dem Game Boy. Und da war wirklich ein, wie ich am Anfang bei der Programmiersektion, ein Star wurde geboren auf jeden Fall. Wunderbares Spiel, während der erste Kirby's Dream Land noch so ein bisschen basic ist. Da hat man so richtig gemerkt, okay, wir haben jetzt hier so ein Kirby, aber wir wissen noch nicht so hundertprozentig, was man mit denen machen soll, machen kann. Und hier hat man schon mit verschiedenen Reittieren und sowas, dass man auch verschiedene Fähigkeiten holen sich konnte. Im ersten Teil konnte man ja nur lediglich halt ein bisschen schweben und halt die Gegner einsaugen und dann so auspusten. Man konnte dann auch nicht irgendwelche Fähigkeiten übernehmen. Ne? Darauf haben sie aufgebaut, aber man kann ja auch nicht gleich beim ersten Mal hier abliefern ohne Ende, ne? Ist klar. Da gibt es natürlich verschiedene Welten und hier ist das Besondere halt, dass diese verschiedenen Reittiere, und das entspricht halt euren Fähigkeiten. Ne? Das ist klar, wenn ihr euch hier mit einem Fisch hier anfreundet, dann könnt ihr natürlich besser unter Wasser schwimmen und so weiter. Dann muss natürlich alles entsprechend eingesetzt werden. Finde ich ein super, super Spiel, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch das absoluter Pflichttitel. Illusion of Time, das hatte ich auch sogar damals, das fand ich sehr interessant. Also mein Einstieg damals in diese ganze Rollenspiel-Genre so ein bisschen, das war tatsächlich Secret of Mana, weil ich da einfach groß gehypt wurde ohne Ende. Und weil ich das Spiel so mochte, habe ich natürlich auch nach anderen Spielen, die so sind, gesucht. Und irgendwann bin ich auch über Illusion of Time gestolpert. Nach Secret of Mana hatte ich erstmal Mystic Quest, wo ich etwas enttäuscht war, weil natürlich, klar, Mystic Quest war eins der frühen Titel und war natürlich nicht mehr ansatzweise so gut. Zumindest in meinen Augen. Ist natürlich kein schlechtes Spiel, um Gottes Willen. Und dann, ja, bin ich hier auf das Spiel gestoßen und das war sehr kompliziert, habe ich zumindest so damals empfunden, unnötig so ein bisschen. Im Prinzip spielt er ja hier diesen Jungen, der kann erstmal nicht viel, der kann nicht kämpfen etc., aber ihr könnt dann so schreien, könnt ihr euch so andere Gestalten quasi holen. Also es gibt einen Ritter, wo mit den normalen kämpfen können, es gibt dann so einen Zauberer später. Und was ich hier halt schön finde, ist, dass es nicht in irgendein Fantasy-Universum spielt, auch wenn diese Weltkarte vielleicht so danach aussieht, aber es ist alles so ein bisschen realgeschichtlich angehaucht. Ne? Und dann gibt es dann halt wirklich so der Inka-Bereich, Ägypten-Bereich und so weiter. Und das fand ich damals sehr schön, wobei ich damals irgendwann hängen blieb. Genau hier, diesen Freedan, das ist der Ritter und dieser Shadow, der ist noch stärker. Diese beiden Formen gab es. Das Problem ist, ihr konntet halt diese Form nicht so komplett frei wechseln. Natürlich verschiedene Formen werden für verschiedene Rätsel benötigt, wie es halt immer ist. Aber man konnte halt nicht so frei wechseln. Und das war so ein bisschen schade, fand ich. Das hat das alles so ein bisschen verkompliziert. Weil man wart ja halt in diesen berühmten Dungeons, die es in jeder dieser Art Rollenspiele gibt. Und dann musstet ihr erst einen Schrein suchen, wo ihr wechseln konntet und dann immer hin und her laufen. Das fand ich ein bisschen nervig, aber ansonsten ein sehr schönes Spiel. Muss ich auf jeden Fall irgendwann mal wieder reinspielen. Ich habe es noch nicht als Big Box in meiner Sammlung, aber das gehört ja nicht zu den teuren. Muss ich auf jeden Fall immer mal nachholen, auf jeden Fall. Mario's Picross, das war auch damals ein Riesenhype, daran kann ich mich noch genau erinnern, da gab es sogar Fernsehwerbung, dass das wirklich beworben hat. Da war ich aber allerdings damals schon so vom Gameboy etwas weg, weil ich glaube, das erschien auch wirklich erst 95 oder sowas, kann das sein? Ich bin mir gerade echt unsicher, da habe ich schon mehr PC gespielt als Gameboy. Und ich habe es in meiner Retro-Perspektive gesehen und nie gerafft, ne? Weil wenn man hier so ein Bild sieht, das sieht natürlich erstmal nicht sehr intuitiv aus. Aber ihr werdet natürlich hier dran rangeführt und ich habe das jetzt mal nachgeholt vor ein, zwei Jahren. Ich habe auch ein Testvideo dazu gemacht natürlich, weil so ein Spiel, das muss man einfach mal behandelt haben. Und wenn man erstmal diese Logik dahinter, was diese Zahlen und alles so bedeutet, versteht, ist das ein voll geiles Puzzlespiel. Ist wirklich suchterregend, macht sehr, sehr viel Spaß. Man geht da halt sehr viel mit Logik vor. Macht wirklich sehr viel Spaß. Ist natürlich ein nicht tot zu kriegendes Spielprinzip. Es gibt dutzende Ableger, inoffiziell oder offiziell. Ich glaube auch nicht, dass Mario's Picross das erste Spiel ist in dieser Art. Aber was hier natürlich wieder die Besonderheit ist, man hat den Mario wieder genommen und auf irgendein Puzzle-Spiel oder sowas gesetzt. Einfach nur mal ein bisschen mehr Publicity zu haben. Ne? Jetzt haben wir hier das Special. Have More Fun. Ja, der Super Game Boy, den habe ich damals immer gewollt, aber nicht gehabt.
War aber auch nicht schlimm. Bei Gameboy habe ich immer wirklich auf dem Gameboy gespielt und nicht auf dem Fernseher, weil ich damals keinen Fernseher in meinem Kinderzimmer hatte. Von daher hat mir das eh nichts gebracht. Und wenn ich das Super Nintendo gespielt habe, ne, das ist natürlich limitierter Zugang, zwar war der Fernseher im Wohnzimmer, dann habe ich natürlich dann in der Zeit dann auch die Super Nintendo Spiele gespielt. Wobei natürlich die Idee dahinter ist natürlich super. Gameboy Spiele, so in Semi-Farbe, sage ich mal, man konnte es ja so ein bisschen einfärben. Später die Spiele, die haben ja noch eigene Farbpaletten beigebracht, aber ist natürlich jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie hochskaliert wurde mit richtig viel Farbe oder irgendwie sowas. Und das auf dem Fernseher spielen, das ist super. Also die Idee ist wunderbar. Finde ich immer noch sehr, sehr schön. Sollte es eigentlich in der heutigen Zeit auch mal geben. Ne? Irgendwie, das wäre es doch irgendwie sowas. Für die Switchen, wie Adapter oder irgendwie sowas. Wobei natürlich mit der Bewegungssteuerung irgendwie das wieder zu machen, das wäre etwas seltsam. Aber es ist ja leider so etwas aus der Mode gekommen. Ne? Dann haben wir hier die wunderbaren Super Mario All-Stars. Auch das habe ich natürlich als Kind sehr abgefeiert. Ich persönlich sage das immer, das ist so das erste HD-Remake, in Anführungsstrichen natürlich, was ich jemals gespielt habe, weil es wurden hier einfach diese drei Super Mario Titel plus ein weiteres, die Lost Levels, was ja Super Mario Brothers 2 in Japan war. Wir haben ja hier ein anderes Super Mario Brothers 2 bekommen als die in Japan. Da wurde ja einfach ein Spiel umgebrandet, aber ihr werdet das ja wissen. Also vier Mario-Spiele und die wurden halt einfach mit diesem 16-Bit-Satz von Super Mario World, sage ich mal, einfach abgegradet. Und man hatte dann drei Spiele, die man vorher auf dem NES hatte und die natürlich entsprechend alle teuer waren, hatte man vier Spiele auf einem Modul. Und nur weil die jetzt alt waren, heißt es ja nicht mal ansatzweise, dass sie schlecht waren. Das sind ja alles Klassiker. Ne? Vor allem der dritte Teil natürlich, der damals alles rausgeholt hat. Und das war super, diese damals ja schon angestaubte Grafik plötzlich neu zu haben. Und das ist tierisch. Also heute ist ja wieder Super Mario All-Stars 3D erschienen. Da haben sie sich nicht so viel Mühe gegeben. Da war ich so etwas enttäuscht. Das ist ja jetzt für die Switch erschienen mit Mario 64, Super Mario Galaxy und das Sunshine. Und da haben sie, gut, haben sie natürlich die Auflösung angepasst, aber die haben die Grafik nicht geupgradet, was wir es damals gemacht haben. Und als ich die Ankündigung gelesen habe zuerst, ohne Bilder oder sowas, dachte ich erst mal so, oh geil, All-Stars, dann hier alle, keine Ahnung, mit Super Mario Galaxy Grafik oder irgendwie sowas. Ich wollte es auch nicht so ganz hoch ansetzen, dass sie jetzt die neueste Technik da mal dran hauen. Aber das war schon etwas enttäuschend, dass sie da nicht so einen Schritt weiter gegangen sind, ne? Wie damals eben. Fand ich schade. Aber wir sind hier bei Secret of Mana 2. Wie ihr wisst, eins meiner Lieblingsspiele für das Super Nintendo einfach. Konnte man sogar zu dritt spielen. Ich hatte diesen Adapter für drei Leute nicht, beziehungsweise für einen Vierer-Adapter ist das ja. Aber mein Nachbar, der Carsten, war im selben Alter wie ich und kam immer vorbei und wir haben das immer schön zu zweit gespielt. Fand ich eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Wobei ich den letzten Schluss, das weiß ich immer noch, da war ich ganz stolz auf mich, den alleine durchgespielt habe. Es ist natürlich nicht perfekt, das Spiel. Die KI ist ein bisschen blöd manchmal, wenn euch die Kollegen dann folgen und so weiter. Aber ich finde es einfach musikalisch und technisch einfach hervorragend, wobei natürlich technisch der zweite Teil natürlich noch etwas mehr draufsetzt, aber für mich ist, ich starte dieses Spiel, ich höre die Titelmelodie und ich kriege Gänsehaut, das ist ganz einfach so. Und das ist für mich eins wirklich der liebsten Spiele auf dem Super Nintendo, vielleicht sogar das Liebste, das wechselt ja ständig immer. Ich habe ja auch mal meine Lieblings-Super Nintendo-Spiele-Liste gemacht, aber das wechselt natürlich immer etwas durch. Ein wunderbares Spiel, ich finde es immer noch sehr schade, dass damals der zweite Teil nicht offiziell hier erschienen ist. Kann man ja jetzt natürlich hier mit der Mana Collection für die Switch nachholen, aber das ist halt nicht dasselbe. Hätte ich damals sehr stark abgefeiert auf jeden Fall. Die Schlümpfe. Ja, warum das Spiel jetzt hier drin ist, kann ich jetzt nicht so sagen. Höchstens mit Marketinggeld irgendwie. Finde ich etwas seltsam, ehrlich gesagt. Also die Schlümpfe ist auf jeden Fall kein schlechtes Spiel, um Gottes Willen. Es ist ein solider Plattformer bzw. Jump-and-Run-Titel. Aber dass das jetzt so ein großer Klassiker ist, gut, Schlümpfe für Kinder, das geht immer. Also ich weiß nicht, also ich habe da auch schon mal reingespielt. Ich finde es halt nicht, bin nicht so warm mit geworden, weil es manchmal etwas undurchsichtig ist. Zum Beispiel ist mir gut im Kopf geblieben am Anfang Level, da geht er durch dieses Schlumpfdorf und da sind Wasserpfützen.
Und sobald ihr auf diese Wasserpfützen tretet, in normalen Gehgeschwindigkeit oder Laufgeschwindigkeit, dann sterbt ihr. So, also abgespeichert, Wasserpfützen blöd, springst du drüber. Was ich aber irgendwann später herausgefunden habe, ist, wenn man denn langsam geht, also immer nicht das Steuerkreuz durchdrückt, sondern immer so ein bisschen drückt, dass da etwas geht, dann kriegt man keinen Schaden. Das fand ich, weiß ich, das ist so unnötig, irgendwie im ersten Level gleich irgendwie so einen blöden Klotz dahin zu stellen. Also lasst euch hier nicht täuschen, nur weil es eine Schlüpfe-Thematik ist, ist das Spiel durchaus nicht einfach. Kommen wir zum nächsten. Tetris und Dr. Mario, genau. Beides natürlich auch für NES und Game Boy erschienen und hier als Super Nintendo wieder 2:1 Dings. Also da haben sie sich echt so anscheinend, fällt mir jetzt erst auf, ehrlich gesagt, so für Super Nintendo haben sie viele so Compilations gemacht. Ne? Hier so 2 Spiele zusammengefasst, All-Stars, 4 Spiele zusammengefasst und so weiter. Ist mir gar nicht so im Kopf geblieben, aber haben sie echt gemacht. Das haben sie dann so später ja nicht mehr so gemacht, ne? Mit Wii und GameCube oder sowas. Wobei jetzt bei den Systemen, Bibliotheken, da bin ich jetzt nicht ganz so firm. Also nimm's nicht für voll. Natürlich 2 super spitzen Titel. Puzzler, Tetris, Klassiker ohne Ende, Gameboy gesuchtet ohne Ende, Dr. Mario auch, wobei ich damals nicht so sehr nach diesen Puzzle-Spielen her war, ehrlich gesagt. Heute schnappe ich mir gerne mal was, spiel's mal eine Runde, aber mein Genre ist es jetzt nicht, aber ist natürlich perfekt für diese Handheld-Systeme geeignet, weil es einfach einfache Technik reicht da und einfach Spielprinzip, das passt alles auf einen kleinen Bildschirm. Ne? Also es ist eigentlich perfekte Puzzlemaschine. Was haben wir hier? Goof Troop, Link's Awakening wollte ich schon sagen. Link to the Past. Hier fehlt eine Seite anscheinend. Shit. Oh, hier fehlen einige Seiten, sehe ich gerade. Ha, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Okay, im Mittelteil fehlt etwas. Deswegen können wir hier jetzt nicht näher eingehen. Sehe ich jetzt erst. Sollte ich vielleicht mal vorher klären, aber na gut. Eins meiner Lieblingsspiele ever, aber wirklich ever, aber jeder, der den Kanal ab und zu mal sieht, weiß das, habe ich auf den Gameboy-Spiel gesuchtet und ich bin ja, ehrlich gesagt, nicht so der Typ, der ein Spiel mehrmals durchspielt, aber das Spiel habe ich, glaube ich, schon damals 3-4 Mal durchgespielt, weil es einfach so viel Bock gemacht hat, dann auch noch hier und da mal nach Geheimnissen zu erkunden, um die Welt zu erkunden. Es hat einfach Spaß gemacht und auch das Remake ist auf der Switch ist sehr gut gelungen. Das habe ich hier auch als Collector's Edition neben mir stehen. Wunderbares Spiel, kann ich wirklich nur jeden Herz wärmstens ans Herz legen und für mich vielleicht sogar der beste Zelda-Titel, den es gibt. Wobei das natürlich starke Geschmackssache ist, ich weiß, aber durch meine persönliche Bindung wunderbar. Für mich sind ja diese 3D-Zeldas ja nichts. Ne? Ich glaube, einigen bei euch auch so, aber für mich sind diese 3D-Zelda nichts. Außer Breath of the Wild, das neue. Aber vielleicht gerade weil es denn einen etwas anderen Weg geht als diese anderen 3D-Zeldas. Ne? Aber 2D-Zelda war ich immer lieber auf jeden Fall. Ach, der Wurmpalast, ich glaube, das ist ziemlich nervig. Also es gibt natürlich auch nervige Dungeons. Ich muss euch nicht erklären, dass das Spiel erklären. Ach, wir sind aber anscheinend hier langsam im Gameboy-Bereich. Mario Land habe ich damals nicht gespielt, habe ich natürlich jetzt in der neueren Zeit mal nachgeholt. Geht natürlich einen anderen Weg, wobei ich es aber auch ganz klug finde, weil wir in der Super Mario Land 1 ein Launch-Titel war für den Game Boy und eher so ein bisschen Technik-Demo war. Ne? Deswegen war natürlich auch so ein hier Shoot-'em-up-Level zwischendurch eingestreut, was natürlich cool war. Und das gesamte Spiel fühlte sich halt anders an. Aber der Nachfolger, der hat das dann quasi weitergetrieben und dann auch ein bisschen moderner gemacht. Ne? Die Sprites haben eher so ein bisschen an das 16-Bit-Mario erinnert und so weiter. Das Spiel habe ich auch geliebt ohne Ende und auch mehrmals durchgezockt. Vor allem, weil es auch nicht so super, super schwer ist. Das kann man gut mal ein bisschen durchzocken. Das habe ich damals ja nicht gespielt. Aber genau weil ich halt Super Mario Land 2 so geil und perfekt finde, wäre alles, was dann weiter gekommen wäre, eine Enttäuschung gewesen. Und deswegen finde ich es cool, dass sie hier einen anderen Ansatz gemacht haben, nämlich mit Wario. Der bewegt sich langsamer, hat natürlich andere Bewegungsmöglichkeiten. Ne? Der experimentiert mit verschiedenen Hüten. Bin ich persönlich jetzt nicht so super warm geworden, aber ist natürlich ein wunderbares Spiel. Ne? Also kann man nichts mit falsch machen, spielt sich aber anders als ein Super Mario. Dann haben wir hier Donkey Kong. Das habe ich noch gar nicht in meiner Sammlung, muss ich zu meiner Schande gestehen, wobei es auch ein sehr bekannter Titel ist. Und zwar auf den ersten Blick denkt man, okay, Donkey Kong war ja dieses Arcade-Spiel aus den 80er Jahren, so einer der ersten großen Hits von Nintendo. Und natürlich so ein Arcade-Spiel, das hat einen Bildschirm, wo ihr hoch und runter klettern könnt und so weiter.
So. Das jetzt auf dem Gameboy umgesetzt. Geht natürlich, Technik ist auch einfach, passt. Aber ich dachte lange, lange Zeit von wegen, okay, gut, ach, dieses Arcade-Ding auf dem Gameboy, das bringt ja nichts. Aber, ja, wie man hier so etwas ansieht, die haben dieses Prinzip stark erweitert und aufgebaut. Und dadurch ist es so eine Art Donkey Kong 2. Ne? Okay, also es gab natürlich auch andere Spiele wie Donkey Kong Jr. und sowas für die Arcade, aber es ist wirklich ein Donkey Kong 2, weil da einfach auf diese Basis aufgebaut wurde und das so geil erweitert wurde mit verschiedenen Leveln und so weiter, dass es eigentlich schon wieder eine so starke Weitererweiterung ist. Gott, wenn ich mal im Labern bin, ne? Auf jeden Fall habe ich noch nicht gespielt, werde ich irgendwann mal nachholen, sehr geil. Mario Blast ist auch ziemlich cool, Bomberman geht natürlich immer, kennt ihr alle, Bombenlegen, Labyrinth, Upgrades einsammeln und so weiter. Und da trifft den Wario auf den Bomberman-Typen, hat er irgendeinen Namen? Ja, Bomberman, sehe ich gerade, wunderbar. Ja, macht auch jedenfalls sehr viel Spaß, hat auch Bosskämpfe und so weiter. Finde ich sehr cool gelöst. Ihr könnt als Wario oder als Bomberman spielen. Da steht wirklich so Mitte der 90er so vor wegen, hey, wir wollen mal einen neuen Charakter etablieren, der etwas böse ist. Ne? Fällt mir auch gerade so etwas auf. Kirby's Pinball Land. Ja, auch nicht nur Wario hat einen Hype erlebt, sondern auch Kirby durch diese wunderbaren Spiele. Und auch Kirby hat damals so einige Abzweigungen, andere Spiele-Genres genommen. Bietet sich natürlich auch an. Kirby ist im Prinzip eine Kugel. Dann kann man natürlich alles Mögliche mit Kugeln machen. Es gibt auch so eine Art Minigolf-Spiel, Marble Madness-Gedönse. Natürlich auch so Flipper. Flipper gab es damals einige Spiele auf dem Gameboy. Ich habe damals Revenge of the Gator hoch und runter gespielt. Und ja, haben wir einfach Flipper genommen. Der Kirby ist die Kugel. Auch da gibt es Bosskämpfe und so weiter. Finde ich sehr nett gemacht, weil auch hier ein relativ einfaches Spielprinzip genommen wurde und halt mit dem Kirby Charm geupgradet wurde. Und Kirby's Dreamland, das habe ich ja schon angesprochen vorhin, der erste Auftritt von Kirby. Aber wirklich halt Basics. Ist ein super Spiel, aber Basics, Kirby kann auch keine verschiedenen Fähigkeiten übernehmen und so weiter. Aber man merkt hier schon, wie das startet und gut, wie sich das alles entwickelt hat, das muss ich keinen erzählen. Ja, machen wir wieder. Okay, mit einem Mädchen Mario. Ein wunderschönes Comic, wie immer. Ich halte mal still. Wenn ihr das lesen wollt, drückt die Leertaste auf den Computer oder sonst wie Pause. Und dann könnt ihr das Ganze mal durchlesen. Finde ich aber sehr cool, dass Mario plötzlich ein Mädchen ist. Zweite Seite. Auch hier trifft er fantastische Figur natürlich aus dem Nintendo-Universum. Und das war's. Mario Paint auch wunderbar. Habe ich ja in meinen letzten Pickups ja genommen. Als Big Box endlich meiner Sammlung aufnehmen können. Und das war natürlich super mit dieser Maus. Also hat der Gaming Historian auf seinem Kanal letztens auch ein sehr, sehr geiles Video zugemacht, was ich sehr beeindruckend finde, wie viel Künstler das alles beeinflusst hat und auch auf den Weg gebracht hat, um so ein bisschen auf einfache Weise Musikerstellung und Grafikerstellung und so weiter beizubringen. Das ist auch geil, ne? Hier eine Anleitung, wie ihr das speichern könnt, weil ist klar, das war ein Nintendo-Modul und ihr habt natürlich die Grafiken gemacht, aber es hat natürlich jetzt irgendwie kein, dass man eine Speicherkarte reinpacken konnte, um das irgendwie sich runterzuziehen oder Disketten oder irgendwie sowas. Und dann ist hier wirklich der Tipp, okay, nehmt es halt auf Videorekorder auf und verschickt diesen Videorekorder mit CD-Player oder keine Ahnung was denn, an andere, dann habt ihr eure Goose-Karte. Wunderbar, wunderbar. Herrlich kompliziert, ne? Also wenn man so viele Geräte da irgendwie anschließen muss, nur um Sachen zu speichern, herrlich. SimCity, ja, gab es auch relativ früh auf den Super Nintendo, war glaube ich eins der Launch-Titel, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber ich bin mir gerade unsicher. Wunderbares Spiel, SimCity geht natürlich immer und ich war zuerst komplett skeptisch, weil für mich ist SimCity, jetzt habe ich damals auf dem Computer gespielt, brauchst du die Maus dazu, ne, um die ganzen Sachen zu platzieren, richtig anzuwählen und so weiter. Da war ich sehr skeptisch, damals habe ich es auch nicht gespielt auf dem Super Nintendo, aber natürlich nachgeholt. Aber das geht ziemlich gut mit dem Gamepad und ich war überrascht in meiner Recherche zu lesen, dass es viele Stimmen gibt, die sagen, okay, vom originalen ersten SimCity-Teil ist das vielleicht sogar der beste Teil, weil das noch so ein bisschen verfeinert wurde und so weiter.
Finde ich sehr beeindruckend auf jeden Fall. Da sieht man mal, wie experimentierfreudig die damals waren. Ne? Dann haben wir hier A Link to the Past, als ich das Super Nintendo damals bekommen habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das direkt zum Erscheinen bekommen habe. Ich glaube fast nicht. Da hatte ich das auch dabei und ich habe es wirklich geliebt ohne Ende. Ich habe es damals nie komplett durchgespielt, aber so drei Viertel durch hatte ich immer auf jeden Fall auf jeden. Wunderbares Spiel. Habe ich heute noch gute Erinnerungen dran. Ist so mein zweitliebstes Zelda-Spiel ever. ja, ich mag einfach diese 2D-Zeldas. So komplex und so viel geile Momente da drin und so viel Liebe da einfach reingesteckt. Wunderbar. Einfach ein klassisches Spiel, was für jeder mal gespielt haben sollte. Dann haben wir hier natürlich noch einen weiteren Klassiker. Super Mario World. Auch das natürlich... eine neue Nintendo-Konsole durfte natürlich damals nicht ohne ein Mario-Spiel erscheinen und das war das für das Super Nintendo und es lief natürlich ab. Ne? Also es ist schon Super Mario Bros. 3, war ja schon ziemlich geil und da wurde noch hier mit eins draufgesetzt und auch hier haben sie dieselbe Strategie mit Wario Land gefahren und den zweiten Teil in eine komplett andere Richtung gedreht, was ich wirklich vernünftig finde, weil gleich zum Start hin so ein dermaßen fettes Brett abgeliefert. Welche Konsole hat das heutzutage? Ohne Scheiß. Das holt so viel aus dem System raus, es ist so geil gemacht, so mit so viel Liebe. Wenn du heute eine Konsole kaufst, dann sind die Launch-Titel meistens, die Leute kennen sich mit der Technik nicht aus, da wird dann irgendwas schnell released oder angepasst, ne, was für die letzten Konsolengenerationen wird so ein bisschen leicht geupdatet oder ähnliches. Das ist immer so halbgar und die richtig guten Spiele kommen meistens so im letzten Drittel des Konsolenlebenszyklus. Aber da gleich am Anfang, zack, fettes Brett, geil. Braucht man nicht viel zu sagen und damit sind wir schon durch. Ich packe den Umschlag wieder rum. Ein interessantes Magazin auf jeden Fall, eine sehr schöne Auswahl, bis auf Schlümpfe, wo ich persönlich zumindest so ein kleines Fragezeichen dran setze, was das sollte. Aber sehr schönes Werk. Wie gesagt, wenn einer von euch weiß, wie man es damals bekommen hat. Wie gesagt, meine Vermutung ist, wenn man sich beim Club Nintendo registriert hat, so als Anfangszeitschrift, meldet euch mal, haut mal in die Kommentare rein. Würde mich echt interessieren. Und ansonsten vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut. Tschüss.